Freunde, was geht ab? Ich bin's. Tim. Und zwar wollen wir heute auf Gymfails reagieren. Ich wollte das schon seit Ewigkeiten machen, ehrlich gesagt. Ich hatte nie Bock, irgendwelche Gymfails zu suchen und sie zusammenzuschneiden. Aber Gott sei Dank haben wir dafür den Luke und den Vincent, die dafür bekannt sind, auch bei den Try Not To Laugh Challenges von Nico, immer den größten Müll zu finden. Und dann filmen wir meistens eine Episode umsonst. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht der Fall ist, weil ich habe tatsächlich, ich sehe das jetzt das erste Mal. Und ich bin sehr gespannt, was auf mich wartet. Ich hoffe, dass Jota dabei ist, weil der produziert auf seinen Instagram-Stories ein Gymfail am Tag. Das schickt mir die Leute mal zu. Come on, Declan. Let's go. Boah, man sieht schon, wie seine Fußgelenke fast noch am Außenklappen sind. Ich weiß nicht, will er Frontkniebeuge mit dem Gewicht machen? Schon sehr, sehr viel Gewicht. Kann viel schief gehen. Ich hab Angst um ihn. Was? Good! Up! What the fuck? Ist nicht sein Ernst. Ist nicht sein Ernst. Oh. Alter! Schau, was für ein. Erstmal, was für ein Vollidiot. Ich verstehe gar nicht, was er machen will. Oh, mich triggert das so hart! Warum zum Teufel macht man so eine Kacke? Ich dachte erst, okay, will er Frontkniebeuge machen? Sah auch schon komisch aus. Ich dachte, okay, der wird jetzt unmöglich irgendeine Form von Military Press machen mit dem Gewicht. Aber dann macht er das. Dann macht er das. Also, ich will gar nicht erst anfangen, was da alles hätte schief gehen können. Wir fangen mal mit der offensichtlichsten Sache an. Ich hätte dem schön den Brustkorb zertrümmern können, hätte er Pech gehabt. Wäre dumm gefallen, wäre die Stange dumm gefallen, hätte das böse enden können. Wenn du dich schon so hart überstrecken musst, damit du mit dem Gewicht nicht umfliegst, dann frag dich, ob das doch nicht ein bisschen zu viel Gewicht ist. Heiß kommst du, heiß kommst du. Was ein Pimmelberger. Was ein Idiot. Also sowas wirklich. Ich verstehe es, wenn man mal einen Satz macht und sagt, okay, komm, ich scheiße auf die halbe Range of Motion und ich pack mir einfach maximal viel Gewicht drauf. Ich hab da wirklich Verständnis für, weil ich habe so einen Scheiß früher auch gemacht. Ich würde es jetzt nicht mehr machen, aber ey, guck mal. Ich dachte erst, der macht so Wadendrücken. Hat der nicht gemacht. Das war irgendein Zittern aus dem Hüftgelenk. Was für ein Fisch. Also wirklich, was für ein Keck. Also ich will gerade wirklich irgendwie sachlich bleiben und sagen, was er falsch gemacht hat, aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht hat er auch versucht, sich selbst zu befriedigen, ich weiß es nicht. Also es sah gerade so eher so aus, als würde er einen Blowjob kassieren von seiner Mimik her, als dass er irgendeine Übung machen würde. Ich weiß echt nicht. Also ich weiß echt nicht, was die Leute dabei denken. Also ich sehe das so oft am Beinpressen, dass sie einfach das Ding so krass überladen, sich dahin legen und versuchen zu drücken. Das ist scheiße für die Knie, das ist scheiße für die Hüfte, das ist scheiße für alles. Du machst doch nicht. Es ist, und vor allem ist es nicht produktiv. Du kannst nichts dabei gewinnen, du kannst nur verlieren. Ja, das wäre jetzt gar nicht, also das mit dem Bankdrücken, ja, das ist kacke, das ist zu viel Wasser macht, aber das ist jetzt zwangsläufig nicht unbedingt ein Fail, würde ich sagen. 190,2 Kilo circa wären das, wenn es jetzt eine normale Stange ist. Man sieht ja auch schon, die biegt sich leicht. Bei dem Gewicht, klar, er verkürzt die Range of Motion komplett, indem er seinen Brustkorb so hochdrückt, wie es geht. Und er hat jetzt ganz wenig Auflagefläche zum Polster, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so gut ist, was die Verteilung dann der Last angeht. Das geht dann halt schon schön auf die Schulter, aber ich muss sagen, er kriegt zumindest mal irgendwie eine Form der Wiederholung in den. Ich weiß, welche Übung er machen will. Es ist Bullshit, weil er halt übel hart schwingt und so. Klar, also ich würde das keinem empfehlen. Aber es war jetzt nicht so, die anderen beiden waren halt komplett realitätsfern. Also die ersten beiden waren, hätte der 30 Kilo runtergemacht, hätte er das vielleicht auch sauber schaffen können. Oder 40. Und ich meine, von, ich weiß nicht, wenn das jetzt 20er wären, 20er sind halt schon 80 Kilo pro Seite. Die Stange wiegt so 22. Das ist schon eine Menge. Wenn er das mit 140 sauber schafft, ist das schon eine respektable Leistung. Also, ja, aber er schwingt halt viel zu viel und er drückt sich halt natürlich krass gegen den Boden, damit er noch mehr Momentum bekommt und noch mehr Schwung aufbauen kann, damit das Ganze natürlich leichter ist, das ist ja klar. Aber unterm Strich ist es auch jetzt Schwachsinn gewesen. Oh nein, 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 nein! What a joke! Oh! Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Für ihn viel zu viel Gewicht beim Kreuzheben und das ist genau das, wovon wir sprechen, wenn wir diese ungünstigen Drehmomente haben. Er versucht Kreuzheben zu machen, sein Rücken ist komplett rund, das ist viel zu viel Gewicht, was er da hat. Er hat auch einen Gewichthebegürtel dabei, der ihm an dieser Stelle absolut nichts bringt, weil sein Rücken trotzdem rund ist und er macht sich tatsächlich die Lendenwirbelsäule kaputt. Warte mal kurz, ist das in Deutschland? Ach du heilige Scheiße, ach du heilige Scheiße. Ja, sowas sieht man aber häufig, ne? Also sowas sieht man echt oft. Das sind halt dann die Leute, die dann später Bandscheiben
Vorfälle bekommen, die dann später ihre Wirbelsäule schrotten, weil die das halt ständig machen und dann später halt kaum noch irgendwas tun können. Sowas sieht man in Gyms heutzutage sehr, sehr häufig und das ist der Grund, wieso Leute haben Angst haben vor Kreuzheben, weil das sind die Leute, die denken, die machen das richtig, das ist alles andere als richtig. Und wenn es weh tut, dann noch so ein Gewichthebegürtel drauf zu tun, das bringt dir einfach nichts. Also der Gewichthebegürtel ist ja dazu da, die Statik deiner Wirbelsäule irgendwo aufrecht zu erhalten und dir dabei ein bisschen zu helfen bei höherem Gewicht. Meinetwegen kann man echt benutzen, aber so, wenn du einen runden Rücken hast, hast du einen runden Rücken, der bringt das relativ wenig. Und hier haben wir Drehmomente auf die Lendenwirbelsäule, vor allem bei dem Gewicht und so wie er sich hochzieht, der macht das ja kein Kreuzheben, das ist ja schon fast ein halber Jefferson Curl, den er da probiert. Also bitte mach das nicht, das macht ihr ein paar Mal im Leben und danach adieu Wirbelsäule und ciao Leben, also wirklich, das ist richtig gottlos. Alter, da tut mir der Rücken weh, wenn ich das sehe. Oh nein. Der war ready to rumble, Mann. Also der hat gerade absolut gar keinen Fick gegeben. Weiß jetzt auch gar nicht, wieso das Gewicht runtergefallen ist. Hat er es nicht halten können oder... Das ist so das Problem, ne? Also bei viel Gewicht Clips drauf zu tun, ist nicht immer gut. Weil wenn du es dann nicht hinkriegst, dann kriegst du das Gewicht auch nicht so weg. Also der, das ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Also mir ist das zum Beispiel, mir das übel oft passiert, vor allem beim Bankdrücken. Früher damals, als ich richtig Gas gegeben habe beim Bankdrücken, nur als ich jünger war, so 17, ne? Da habe ich so 100, was habe ich mit 17? Also über 100 Kilo gedrückt. Auf jeden Fall wollte halt immer so 110 auf 120, irgendwie sowas, ne? So mit 17, 18. Da bist du halt häufig so im Gym gewesen, weil bei mir war halt damals Abitur und ich musste übel viel lernen und so ein Scheiß. Ich war halt dann immer so, wenn Stunden ausgefallen sind oder Mittagspause, ich hatte immer mein Sportzeug dabei und war immer so, okay, ready. Beim Bankdrücken habe ich dann auch viel zu viel Gewicht gehabt, kein Schwanz war im Gym, keiner konnte mich spotten und dann war es halt so, okay, gut, wenn ich es nicht hinkriege, dann Gewichte runter und dann war auch immer schnell der Gymbesitzer dabei. Hahaha, Tim, hast du schon wieder zu viel Gewicht? Du machst meinen Boden kaputt, Tim, holst dir bitte jemand, rufst mich, ich helfe dir gerne bei Gewicht. Aber du junger Mann, das ist zu viel Gewicht für dich. Und ja, dann habe ich das trotzdem weitergemacht. Mir ist das so oft passiert. What the fuck? Ich war gestern im Gym und habe so mein Pille-Palle-Training gemacht. Dabei habe ich dann auch jemanden gesehen. Das war aber so ein bisschen krasser Kerl. Also der trainiert definitiv, ist wesentlich härter trainiert als die. Und der macht dann auch so eine Show draus. Der war dann bei der Beinpresse und hat dann gedrückt und war dann so, drück dagegen, drück dagegen. Schreit, damit das ganze Gym zuguckt, wie er einfach, was war's? Das waren keine Leg Curls, das waren so Leg Extensions, also so quasi Bein Extensions, die da an der Maschine. Schreit er da rum, damit jeder das ihn anguckt, wie sein Homie dagegen drückt und er den halben Gewichtstack da bewegt. Ich habe wirklich nur gedacht, Alter, ich habe den durch die Kopfhörer gehört und ich habe mir ein Hörbuch gegeben, so, ich habe Noise Canceling Kopfhörer, also wirklich. Wenn du meinen Namen neben mir sagst, in mein Ohr, ich höre dich nicht, wenn ich die Scheiße auch anhabe. Ich habe den auf 15 Meter Entfernung gehört, wie der da geschrien hat. Also es war wirklich laut. Also da habe ich mir auch gedacht, Alter, du kleiner Volltrottel, was zum Teufel ist falsch bei dir? Dann ist mir aufgefallen, der macht das bei jeder Übung. Und so ein theatralisches Heckmeck daraus zu machen, ich weiß auch nicht. Also ich fühle mich auch gerne beim Training wie Son Goku, aber so, ich mache das dann mit Musik und mit mir selbst im Kopf. Und du kannst meinetwegen schreien und Vollgas geben bei der Übung, aber irgendwann wird es einfach nur affig. Und das ist für mich der Wendepunkt. Wenn dein bester Freund sich mit seinem Unterleib auf deinen Oberkörper legt und dir das Gewicht runterdrückt und man das auch schnell verwechseln könnte mit der einen oder anderen Sache. Wegen solchen Leuten ist halt dieser Sport auch manchmal echt verunglimpft. Go! Oh mein Gott, das hätte ganz böse enden können. Das ist das Schlimmste, was ich war nicht dabei, ich habe nur davon gehört, erlebt habe, war, als einer, der hat schon so ein Vorfeldproblem mit dem Nacken, hat dann Squats gemacht und hat sich die Stange auf seinen Nacken abgelegt, so mega dumm und viel Gewicht drauf gehabt und dem ist dann was Ähnliches passiert. Der hat dann quasi eine Tetraplegie bekommen, das ist, wenn du Halsquerschnittsgelähmt bist, das heißt, die Kontrolle über alle vier Extremitäten verlierst, also nicht nur quasi über deine Beine, sondern auch über deine Arme und hier musst du dann ins Krankenhaus. Die haben das Gott sei Dank hinbekommen, der hat einen richtig heftigen Bandscheibenvorfall, der ist komplett in den Spinalkanal rein, quasi zentral. Normalerweise hast du es immer so, dass die quasi, weil in der Mitte hast du das Ligament, was er so ein bisschen schützt und dann, wenn das so mit der Zeit passiert, geht das immer nach außen, dann geht das quasi in das Dermatom hinein, also an den Nerv, der dann zum Beispiel in deinen Arm hineingeht oder in dein Bein oder wie auch immer, je nachdem, welcher Nerv es ist und an welcher Stelle der verletzt wird oder eingeengt wird. Das war heftig, also das war die heftigste Story, die ich je gehört habe aus dem Gym, weil also Tetraplegie ist echt gar kein Spaß. Ja, also Gott sei Dank haben die das hinbekommen im Krankenhaus und der war danach wieder, also so fit, wie du danach halt sein kannst, ne? War schon ekelhaft, sich zu erholen und Co. Also ich habe sowas auch sonst noch nie wirklich in der Literatur gesehen, dass sowas passiert ist. Also Gymverletzungen sind immer relativ harmlos. Deswegen macht so eine Scheiße nicht. Also wirklich, das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. Also es ist lustig, das anzugucken und so, ist mir schon klar. Aber das zum Beispiel gerade eben, boah, das ist so eine Sache. Also ich hoffe, dem geht's gut, ne? Oh. What the fuck? Boah, das...
Okay, das letzte, ne? Ich weiß nicht, ob der versucht hat, eine Rückwärtsseite zu machen. Das ist witzig, weil ich habe mal, früher habe ich gekickt und ich habe als Jubel, habe ich auch, also als Jubel, ne, also FIFA-like, habe ich auch eine Rückwärtsseite gemacht. Vielleicht gibt es irgendeinen Icon, wo ich gemacht habe beim Kicken oder so, dann können wir das einblenden, weil ich habe ich habe immer früher eine Rückwärtsseite gemacht, auch gerne mal dicht im Club. Damals, als ich noch fitter war, da habe ich mal auch bei einem Torjubel, das war witzig, ich habe 7 Leute ausgedrückt, das war echt heftig. Nein, nicht 7, sondern waren 4 Verteidiger, 2 Mittelfeldspieler. Ja, plus Tor, waren 7 Leute tatsächlich. Ich habe so ein richtig ekelhaftes Dribbling angesetzt, ich war so 15, 16 oder so. Und ich habe ein Tor geschossen dann, also richtig, richtig weird. Ich habe ja so durchgemogelt. Stand dann 1-1, war ein wichtiges Tor und dann setzt du an, will so einen Jubel machen und dann was passiert. Ey, es hat geregnet, ne? Und ich bin ausgerutscht und war so in der Luft oben und ich habe so gemerkt, fuck, ich krieg meinen Backflip nicht mehr hin. Weil mich auch einfach genauso wie der richtig BAM auf den Boden geklatscht. Ey, ich war da so. Okay, gut, meine Rippen verabschieden sich. Ey, das war so witzig, das war so witzig. Also auch da, I feel you, bro. I feel you, bro. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, mein Beileid. Ich werde Luke sagen, dass das nächste Mal bitte bessere Gymface raussuchen soll. Ich glaube, da gibt es noch wesentlich bessere. Also die waren jetzt, das war jetzt mal so eine kleine Episode zum Warmwerden. Die war jetzt nicht so spektakulär. Vielleicht kann ich mir noch einen Gast hinzuholen das nächste Mal. Ist vielleicht mit Nico noch ein bisschen lustiger, weil ich konnte jetzt echt relativ wenig lachen darüber, weil es war teilweise echt einfach nur, mir tut das weh, wenn ich das angucke. Gymshark neue Kollektion. Checkt sie aus. Unten in der Beschreibung ist der Link. Ihr wisst ja, Gymshark droppt sehr, sehr oft neue Klamotten. Werbung an dieser Stelle und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne unten in der Beschreibung ist der Link zu meinem Fitnessprogramm. Da erkläre ich euch, wie ihr trainiert und wie ihr euch ernähren sollt, um euer Ziel zu erreichen. Also einfach so schnell wie möglich Muskulatur aufzubauen und Fett zu verbrennen, falls ihr das möchtet, ohne zuzunehmen. Das wird euch dort alles erklärt. Und Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat, dann bitte lasst euch ein